Willkommen bei Pizza & More. Ich möchte auf meinem Kanal einen neuen Bereich machen, einen neuen Bereich vorstellen. Nämlich mit italienischen Nachspeisen. Und hier möchte ich gerne unterschiedliche Desserts zeigen und ganz vor allem süße Pizza-Varianten. Ich bin der Jürgen und wir machen diesmal zusammen meine wirklich absolute bevorzugste und allerliebste Nachspeise, nämlich Panna Cotta. Wie ihr ja vermutlich wisst, ist Panna Cotta oder heißt Panna Cotta gekochte Sahne. Und genau das ist es auch. Denn früher hat man die Panna Cotta, also die Sahne, dann tatsächlich so lange gekocht, bis die so eingedickt war und so viel Flüssigkeit verdampft ist, dass die fest wurde. Und dann hatte man das Panna Cotta. Heute machen wir das natürlich nicht mehr. Ja, wir müssen schon noch kochen. Wir kochen unsere Sahne auch. Das werden wir nachher auch gleich sehen. Aber zum Eindicken nehmen wir jetzt dann Gelatine. Aber für all diejenigen, die keine Gelatine wollen, die ein Alternativprodukt wollen, man kann natürlich auch Agar-Agar oder sonst irgendwas in diese Richtung nutzen. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen an. Ja, und hier sieht man auch schon gleich, was wir alles brauchen, zumindest mal für die Panna Cotta, für die Beerenmischung, die wir am Schluss oben drauf tun. Das machen wir dann danach. Aber jetzt als erstes mal für unsere Panna Cotta. Ich habe hier, und mit dem fangen wir auch schon gleich mal an, 2 Blätter Gelatine. Und die legen wir gleich mal in kaltes Wasser und weichen die entsprechend auf. Als nächstes haben wir hier 500 Gramm Sahne. Das ist ganz normaler Schlagrahm. Den schütten wir in einen Kochtopf. Dann haben wir hier eine Vanilleschote. Die Vanilleschote schlitzen wir auf der Länge nach und dann kratzen wir gleich mal das Vanillemark raus. Und genau das geben wir dann in die Sahne. Und die ausgekratzte Vanilleschote, die hat natürlich auch Geschmacksstoffe, die dann letztendlich aus dieser Schote rauskommen. Die schmeißen wir auch mit rein in die Sahne. Und dann zuletzt habe ich hier noch 50 Gramm Zucker. Und dann geben wir das auf den Kochtopf und wir kochen das jetzt für ca. 10 bis 15 Minuten. Nicht so arg sprudeln kochen, nur ganz leicht köcheln. Und natürlich muss man das immer rühren, damit uns die Sahne nicht anbrennt. Und wir müssen auch aufpassen, damit die Sahne nicht oben rauskocht. Und nach der Kochzeit dann schalten wir den Ofen aus. Wir nehmen unsere Panna Cotta vom Herd und dann fischen wir die Vanilleschote raus. Dann nehmen wir unsere Gelatine, die im Wasser aufgeweicht ist, drücken die aus und geben die zur Sahne und dann verrühren wir das Ganze so, damit die Gelatine ordentlich aufgelöst ist. Und dann füllen wir die Sahne in die vorbereiteten Gläser, die sind mit kaltem Wasser ausgespült. Hier muss man aufpassen, damit man nicht die Gläser ganz voll macht, ja, und nichts nebenhin schüttet, so wie ich. Das ist natürlich absolut ungünstig, dieser Topf. Denn obendrauf kommen dann ja natürlich noch Früchte. Man könnte das Ganze natürlich auch durch ein Sieb gießen. Dann sind die ganzen Schwebstoffe, die vielleicht aus der Vanilleschote rauskamen, weg. Ja, ich muss meine Gläschen ein bisschen sauber machen, weil wie ihr gesehen habt, ich habe leider ein bisschen Sahne nebenhin geschüttet, aber okay, das ist nicht so tragisch. Wir lassen die jetzt auskühlen und wenn die dann entsprechend ausgekühlt sind, kommen sie für 3 bis 4 Stunden circa in den Kühlschrank. Und jetzt machen wir unsere Obst, unsere Obstsoße obendrauf. Für die Obstsoße kann man Beeren nehmen, welche auch immer man möchte. Man kann generell nehmen, welches Obst man mag. Ich habe mich jetzt hier für Erdbeeren entschieden. Wenn es gerade Zeit ist, dass man frische Erdbeeren hat, nimmt man natürlich
logischerweise frische Erdbeeren. Jetzt gibt's keine frische Erdbeeren. Ich habe tiefgefrorene. Man kann aber auch jede andere Beerenmischung nehmen. Ich würde halt irgendwelche roten Beeren dann empfehlen, Himbeeren, Heidelbeeren oder sonst irgend. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt Erdbeeren. Und hier haben wir jetzt, was wir brauchen. Wir haben ungefähr 400 Gramm rote Beeren. Dann habe ich hier 50 Gramm Zucker. Die fülle ich hier mit ein. Und dann nehmen wir unsere Beeren auf den Herd und lassen die Beeren kurz einkochen. Hier können wir natürlich die gleiche Platte wieder nehmen, die schon heiß ist, wenn man möchte, gerade von der Sahne. Die Beeren könnte man jetzt auch ganz kurz mit dem Pürierstab richtig pürieren, aber ich mag es eigentlich recht gern, wenn da noch Erdbeerstückchen drin sind, deswegen zerdrücke ich die einfach nur mit dem Kochlöffel. Und dann lassen wir das Ganze kurz aufkochen. Und dann ist unsere Fruchtsoße auch schon fertig. Die nehmen wir jetzt vom Herd und lassen sie abkühlen. Mein Panna Cotta war jetzt ein paar Stunden im Kühlschrank. Das ist schön ausgekühlt. Die Erdbeeren sind natürlich in der Zwischenzeit auch ausgekühlt. Und jetzt ist Zeit, das beide zusammenzufügen. Und zwar könnt ihr euch natürlich mit Sicherheit denken, was wir jetzt tun. Ganz einfach, wir nehmen unsere Erdbeeren und wir füllen die oben auf unsere Panna Cotta auf. Wir füllen halt einfach so viel auf, entweder so viel wie Platz hat oder so viel wie man möchte. Und dann kann man, sofern man hat, auch noch als Deko frische Minze drauflegen. Und schon ist es fertig. Ja, ihr habt schon gesehen, es ist nicht schwierig, so ein leckeres Panna Cotta zu machen. Wobei, ich weiß noch gar nicht, ob es lecker ist. Deswegen werde ich es jetzt einfach mal probieren, ob es tatsächlich so lecker ist. Ja, es ist genauso lecker, wie ich es vermutet habe. Genauso lecker, wie ich es gesagt habe. Es ist sehr fruchtig aufgrund der Erdbeeren. Ihr könnt natürlich, wie ich es auch schon gesagt habe, jede andere Frucht auch nehmen. Macht eine Soße, ihr könnt das Panna Cotta auch pur essen oder ihr könnt Schoko drauf tun oder sonst irgendwas. Panna Cotta ist einfach in jeder Hinsicht lecker. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!